Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Heute mit vielleicht auch wieder einer Kurzfolge, ich weiß es noch nicht. Ja, warum ich jetzt den Spiel eigentlich hier gesetzt habe, folgender Grund: Ich hatte mir vergessen, eine Party aufzumachen. Normalerweise mache ich das mal bei PlayStation, Speichern, wie auch immer. Share-Taste-Share-Funktion der PS4. Sippe war eigentlich nur, wie gesagt, dass ich es gemacht habe. Weil ich nachgucken wollte, ob ich tatsächlich ohne Party den Ton hatte. Weil ich habe mir bis am Ende der Folge gesagt, oh, ich habe den Ton vergessen auszumachen. Die Party vergessen auszustellen. Und wusste nicht, ob meine Stimme übertragen wurde, beziehungsweise eingestellt wurde. Hat aber alles geklappt, wie ich das haben wollte. Das heißt, wir haben die Mission endlich drauf. So, bevor wir weitermachen mit den Triaden, würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Also einen schwächer Dings. Wir haben ja noch zwei Folgen zu machen, die ich mache. Und dann bin ich den Content quasi hier durch, den ich für den Urlaub vorbereiten wollte. Was haben wir denn hier noch heute für eine Mission? Tschüssi! Und falls jemand den Hund hört, ich hoffe, das stört euch nicht. Weil hier oben gerade ein Hundchen bellt. That's crazy, man. What are we looking at exactly? Hey, Gabriel. Hey, man, you get them flicks developed. What's up, Woozy? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gantt Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Falsche Jizzy's Club. Warte mal, kann ich die Charakter sprechen? Nein, kann ich leider nicht. Ja, weil ich die Karre kurz reparieren will. Ich hoffe, das klappt so ähnlich wie in GTA 3. Da hat das nämlich auch funktioniert. Ah, es funktioniert. Wunderbar. So, Jesus Club. Wo müssen wir denn da hin? Zu dem Alien da oben oder was? Loco. Okay. Na gut. Dann fahren wir da oben hin. Dann fahren wir da oben mal hin. Wie fahre ich denn da jetzt am besten? Die übernächste links und dann bis zum Ding. Okay. Hier oder was? Ja, und jetzt hier links. Und dann eigentlich immer geradeaus. War mir klar fast, so der Typ, der vor die Nase fährt. Boah, ihr fahrt aber auch eine Scheiße euch zusammen, lieber KI. Okay. Kann ich hier geradeaus drüber einfach? Ja. Ich fahr das ganze Ding. Straßenverkehrsregeln in GTA. Überhaupt in GTA ist, naja, ihr wisst, was ich meine. Hm.
So. Da vorne müssen wir hin. Tschüssi. See, baby, I got everything. Mink sheets, mink coats, mink curtains in the winter. When I walk down the stairs, I'm walking down on mink carpet. Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Na gut. Steige den Zuhälterschlitten. Na, welche Überraschung. So, verfahren. Jetzt hat sie nur den Downtown ab. Wo muss ich denn da hin? Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich da runter muss. Nee, muss ich nicht. Okay. Gott sei Dank. Gut, dann haben wir keine Zeit. Ui, what a strong bitch. Ja. Ich habe immer starke Brüste. Was? Yeah, go on. I'll do things your Ruka won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Na, ich bin jung und brauche das Geld, ne? Das macht man nicht alles, um ein bisschen Geld zu verdienen nebenbei. Kann ich nichts für, ich habe das Auto nicht gesehen. Muss mal links. Und ja, die roten Ampeln sehe ich übrigens auch nicht, by the way. Meiner Meinung nach sind Ampeln in GTA sowieso relativ überflüssig. So, nur da. So, dann mal abgeliefert. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hose over in Hashberry. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Zieh die Zuhälter dann Hashbaby aus dem Verkehr. So, wo ist der Alte? Wo muss ich denn da hin? Okay, eigentlich nur geradeaus. Jetzt also den nächsten jetzt gesehen rechts. Und dann fast durch bis auf die Höhe.
wieso kommst du rüber geschissen, du Idiot? Okay, das war jetzt ich, das muss ich da mal zugeben. Ey. Alter, wenn mir der nächste mal die Karre knallt jetzt. Here comes my player, now you in real trouble. Hab ihn. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashbury. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. What? I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Das heißt, wir müssen eigentlich nur zurück und dann Höhe der Autobahn, ne? So. Bin ich übrigens richtig jetzt gerade? Scheint so. Nächste große rechts, also hier. So, nächste große rechts. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur geradeaus fahren. Weil das führt mich eigentlich quasi direkt auf den Weg. Oh, fahr doch mit der Scheißkarre, Alter. Da weg. Ist doch unten, oder was? Nein, nimm doch die Scheißkarre da weg. Ladies. Jizzy, it's CJ. You was a bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. What? Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Gut, diesmal haben wir keine Zeit. Wir haben den Typ mal erledigt und wir haben keine Zeit. Nebenbei laufen. Also, keine Zeit, die runterläuft. Darum ist es eigentlich gemeint. So, warte mal, müssen wir wieder zurück, ne? Eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus, oder was? Ja. Ja, das kriegen wir eigentlich schon. Das ist relativ easy gemacht. So schwer sind die Mission eigentlich nicht.
Boah, meine Güte, Alter. Hauptsache, man muss da sein Leben chillen. Jetzt muss ich die Limousine... Was muss ich jetzt machen? The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Erledige den Priester und seine Prediger, Entschuldigung. Ah, ich geh hin. Es war mir fast klar, dass ich die scheiß Kopf. Ich muss auf ein gerades Stück Auto über. Auf ein gerades Stück. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich komme nicht ran. Ja, es war mir fast klar. Alter, das ist typisch GTA. Jetzt muss ich natürlich die Typen da folgen. Deswegen kann ich da vorne schießen. Ich glaube, ich habe den nicht so ganz erwischt. Oh ja, was für eine Überraschung! Da kommt die scheiß Bahn auch noch einem entgegen. So, die zwei sind weg. Ah, oh, meine Güte, Alter! Weil da noch eine Mühle, weil da noch eine Scheißkarre entgegenkommen muss. Okay, das war ich jetzt selber. Mann, ist dein Auto da weg, Alter! Guck mich nicht so blöd an, ey! Warte mal, ich muss dich doch wegkommen! Scheiße, wir haben die falsche Seite von der Autobahn nur noch. Ha!
Boah, die Limousine geht aber gut ab, ja. Und jetzt weiß er auch erst. Scheiße. So, ich krieg dir die so von der Straße geschoben, wie ich ihn gerne hätte. What the fuck, wo fängt der lang? Schade, ich hab den schön in der Ecke da. Ah, oh, ja, das war mir klar. Nö, 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 nö. Wie kein. Wo ist der Typ hier? Da. Ist gut, er hat keinen Zielpunkt. Er irrt jetzt wahrscheinlich so lange rum, bis ich ihn habe irgendwann. Oh, Mann. Jetzt habe ich ihn. Oh, easy. Endlich. Of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you's a player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Gut, dann kommt's auch los. Ein Anruf. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woosie. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. Ja, aber das machen wir so in der nächsten Folge. Die war nämlich auch schon wieder lang genug und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Geht der San Andreas, liebe Leute. So. Feierabend heute. Tschüss.